Meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Raum im Axica Forum in Berlin, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die uns an welchen Bildschirmen auch immer zuschauen. Ich bin Andreas Röder, Leiter der Denkfabrik Republik 21, Neue bürgerliche Politik, und darf Sie alle sehr herzlich bei dieser ersten öffentlichen Veranstaltung von Republik 21 nach unserer Gründung in Berlin begrüßen. Wir haben den Namen Neue bürgerliche Politik gewählt, weil wir als Republik 21 von der Gestaltungskraft und von der Zukunftsfähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft überzeugt sind. Die bürgerliche Gesellschaft, das war der historische Gamechanger, als sie im Gefolge der Aufklärung im 19. Jahrhundert die ländlich-agrarische Gesellschaft abgelöst hat. Und das eigentliche Versprechen dieser bürgerlichen Gesellschaft war, dass es nicht mehr Stand und nicht mehr Herkunft sein sollten, die über den Platz der Einzelnen in der Gesellschaft entscheiden, sondern eigene Leistung und freie Entscheidung. Das ist der ganz große historische Unterschied, den die bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert gemacht hat. Bürgerliche Politik in diesem Sinne ist ganz bewusst auch nicht die Politik einer privilegierten sozialen Klasse, sondern sie ist das Versprechen einer wirklich offenen Gesellschaft. Einer offenen Gesellschaft, die beruht auf Freiheit und Pluralismus. Pluralismus im Sinne der Vielfalt der Individualitäten und nicht einer ständisch gegliederten Ordnung. Bürgerliche Gesellschaft beruht auf individueller Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Sie beruht auf Rechtsstaatlichkeit, was ja keine Selbstverständlichkeit ist, denn der Rechtsstaat ist sowohl der Hüter der Ordnung als auch der Hüter der Humanität, was auf der rechten und der linken Seite gerne einmal in der einen oder in der anderen Weise übersehen wird. Rechtsstaatlichkeit also und Gemeinwohlorientierung, ja, und natürlich nicht zuletzt Marktwirtschaft und Wettbewerb, Innovation und Technologieoffenheit, das sind die zentralen Inhalte der bürgerlichen Gesellschaft. Dieses Ordnungsmodell freilich steht heute unter Druck. Weite Teile der Klimabewegung machen diese bürgerliche Welt für die Zerstörung der Lebensgrundlagen verantwortlich. Identitätspolitiker beschuldigen die bürgerliche Politik und die bürgerliche Gesellschaft des weißen Rassismus und der strukturellen Diskriminierung. Und von rechts hebelt ein antikonstitutioneller Populismus die Institutionen des Rechtsstaats und der liberalen Demokratie aus. Längst, und ich beobachte das insbesondere in den USA, ich bin gerade gestern Morgen aus Washington gekommen, längst hat ein Kulturkampf begonnen, dessen weiteren Fortgang wir in den USA beobachten können, aber der sich auch bei uns andeutet, ein Kulturkampf, der die demokratische Mitte in die Zange nimmt. Republik 21 steht für diese bürgerliche Mitte und gegen ihre Gefährdungen. Das Manifest, das wir zu dieser Konferenz erarbeitet haben, bezieht Stellung gegen identitäre Politik von rechts. Und das wird unsere Agenda für das nächste Jahr prägen. Heute widmen wir uns Identitätspolitik als Bedrohung von links. Sie sehen auf unserem Programm, dass wir eine Palette von unterschiedlichen Themen, Perspektiven und Referenten zusammengestellt haben, die qualifizierte Expertise aus wissenschaftlicher Beschäftigung und eigenen Erfahrungen einbringen. Im Vorfeld dieser Konferenz war ja auf den sozialen Medien ein bisschen was los. Und eine der kritischen Fragen, die uns gestellt wurde, war: Ist das eigentlich Wissenschaft oder Politik, was ihr da macht? Die Antwort ist einfach. Viele von uns bei Republik 21 sind Wissenschaftler. Und wir haben uns als Wissenschaftler qualifizierte Meinungen gebildet, die wir nun als Bürger in die politische Öffentlichkeit tragen.
Ja, das Anliegen von R21 und das Anliegen derer, die hier diese Veranstaltung organisieren, das Anliegen ist politisch. Für eine neue bürgerliche Politik aktiv in den demokratischen Meinungskampf um Deutungshoheit einzutreten. Und in diesem Sinne darf ich zuerst die Bürgerin Schröter zum Podium bitten. Susanne Schröter ist Professorin für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie ist Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, Mitinitiatorin von Republik 21 und hat gerade in diesem Herbst ihr jüngstes Buch veröffentlicht, Global gescheitert? Fragezeichen, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Und Susanne Schröter wird nun einführend Grundlagen und Hintergründe unserer Konferenz darlegen. Bitte schön.